Boah, der Kampf gegen Ryo so schwierig. Erstmal komplett weg da. What the fuck? Das war das Ryo so, ist mega gut, muss man zugeben. Nein, ich attackiere das nicht. Diese Attacke werde ich generell nicht attackieren. Nimm deine Hand da raus und dann geht alles. Ich mache es ganz schnell. Perfekt, weg, 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 weg. Perfekt, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, perfekt. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Das ist mehr so Trial and Error, was ich jetzt mache. Ich attackiere das nicht, vergiss es. Ich hasse diese Attacke, ich kann das nicht blocken. Was los, Ryoso, hä? Was los? Was los? Was ist das Problem? Hä? Ich hab fast vier Dinger, das ist perfekt. Zu spät ist. Ja, Ryo, so bevor es zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Nein, bin ich nicht. Ich bin immer noch derselbe. Und trotzdem laufe ich erstmal ein bisschen weg. Ich hasse diese Attacke. Ich kann das nicht blocken, was er macht. Weil jetzt zieht das Schwert so schnell raus und dann schlitzt er mich auf. Vergiss es. Ich habe es eigentlich gewonnen. Normalerweise müsste ich das gewinnen. Ich bin jetzt der dümmste Mensch aller Zeiten. Vergiss es, ich mach das nicht. Das kannst du vergessen. Ich kann das nicht. Okay, das hat schon wieder diese Attacke. Vergiss es. Er macht diese Attacke, ich lauf weg. Bis er das Schwert wieder rausgezogen hat. Aber ich kenne diese Attacke, ich habe das so oft gesehen. Ja, yes, there we go. Okay, ich muss wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe nur noch zwei Dinger. Er kann es nicht die ganze Zeit da haben. Ey, irgendwann muss das Schwert wieder rausziehen. Aber es reicht nicht, um ein drittes zu kriegen. Okay, er tritt gerade durch. Jesus Christ, what the fuck? Alter, bleib mal ruhig jetzt. Was ist da los? Okay, der verfolgt mich gerade wie so ein Geisteskranker. Komm, Ryoso, komm, let's go. Zieh deine Hand da weg. Nimm das da weg. Und dann machen wir weiter. Sehr gut. Wo passt das nicht? Das passt doch, ich verstehe es nicht. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Doch ist es. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Ryoso. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Ja.
Oh, shit. Okay, ich hab hier... Oh shit. Okay. Gehabt. Oh nein. Chiharu! Wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Warum mussten wir das jetzt per Standoff machen? Scheiße. Hä? Achso, scheiße. Was ist Betty? Bitschadna! Was ist Betty? Tina! So, ich habe jetzt wieder Full Strength, das ist sehr gut. Oh, schwierig. Aber wieso muss man es jetzt unbedingt per Herausforderung machen? So. Wo muss ich jetzt genau hin? Ich habe nicht gelesen. Erreiche das oberste Stockwerk. Ob hier noch irgendwas finde. Samurai Earl Park Seguin. Da kriege ich zumindest Kunai, ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Kunai ist meine Lebensversicherung. Du hast nichts mehr, ne? Kunai ist voll, okay. Da ist noch mehr Leder. Okay, zwei sind da. Okay, ich habe 6 Pfeile insgesamt. Aber ich habe keinen Brandpfeil, das ist ein bisschen ärgerlich. Was ist Betty? Tiefe!
Erstmal ihn hier wegmachen. Geh noch eins höher, ne? Stellt euch, Feigling! Onkel, ich komme! Jin, schnell! Oh, Samurai, noch heul! Onkel, ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen raus. Wir müssen weg. Noch nicht. Doch. We gotta go. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Was will er jetzt machen? Befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai! Oh, scheiße, ich hasse uns. Ich bin bei euch. Okay, ruhig bleiben. Kein Dojo für niemanden. Ich hasse es. There we go. Scheiße, hab keinen Fall mehr. Hey, wieso kann ich keinen Fall ziehen? Ich kann nicht abdrücken. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht abdrücken. Ich kann nichts aufheben, ich kann aber auch nichts nehmen. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima.
Schießt auf sie, Sensei Ishikawa! Wir geben euch Deckung! Endlich kann ich wieder schießen. Gekämpft. Ihr alle. Geschafft. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Khotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. So, Familientreffen. Krieg ich einen Technikpunkt, weil ich krieg leider keinen zweiten. Bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne zwei gehabt. Mal gucken, was wir mit diesem einen anfangen können. Zwei Tage später im Norden. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein! Nein, 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 nein! Wirklich, Ryoso? Das machst du eh nicht. Ein neuer Horizont.
Mein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Ja, stimmt allerdings. Viel Glück mit deinem Onkel. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. So, mach den Pferd im Stall bereit. Okay, hier sind Schmiede für alles. Die Frage ist, hilft mir das irgendwie weiter? Nein, weil ich nicht genug Vorräte habe. Mir fehlen 111. Scheiße. Das ist ärgerlich. Fürst Sakai! Wer hat mich gerufen? I have no clue. Ja, das müssen wir auch mal machen, der Himmelsschlag. Einen weiteren Fuchsbau gibt's aber nicht, ne? Das habe ich abgeschlossen. Das abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wer mich gerufen hat, ich habe gar keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Pferd und guck mal, wie es ihm geht. Was sagte dein Onkel? Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit! Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Ich kann sie schon verstehen irgendwo.
Der will jetzt echt die Burg zurückerobern. Wir reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Die Brücke ist kaputt, doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ich sah, was die Mongolen unserem Volk antun. Ihr müsst Schreckliches durchgemacht haben. Ein aufgeblasener Mongolenkriegsherr kann mich nicht brechen. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Ich wäre gerne für eine neue Rüstung. Aber ich hätte absolut nichts gegen, muss ich zugeben. Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Monster. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Was haben sie getan? Eine Mongolenpatrouille! Meld sie nieder! Was hat er jetzt vor? Komm da runter, Mensch. Okay, bleib ruhig. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Wo ist der? Da. Hier drüben. Ich weiß auch nicht, wo der hingeritten ist. Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Dojo! Ja.
noch mehr auf den Kopf. Habt ihr den Hund weg? Na, mehrere Hunde, das ist das Problem. Warte mal, schau mal. Puffbombe. Ich hab keine Ahnung, wie man sie wirft. Ich hab keine Ahnung. Also wie kriegt man so ein Ding? Die Rufverstärkung bringt sie zum Schweigen! Warte mal kurz, ich bin ein bisschen umschauen. Ich habe gar keinen Plan, wo was herkommt. Oh, jetzt habe ich mich selbst gefällt. Ach, ist doch nicht wahr. Sie verdienen Schlimmeres. Sorry, Leute. Verstärkung! Sie wollen uns einkesseln. Was? Wo? Ich habe keinen Plan, wo er ist, was er meint.
Yuna! Was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Tret sie nieder! Tötet sie alle! Headshot, bitch. Also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und dem Khan, dass wir ihn holen kommen. So. Reise zum Leuchtturm. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger, sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. So, das machen wir jetzt auch noch und dann mache ich einen Folgenbreak. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Nicht ganz. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Wirst du schon nicht, keine Sorge. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Ich sage es euch. Der mongolische Kaiser hat seinen Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt der Erde. Ihr habt wieder Enshin gelauscht, was?
Einzige, was er sicher weiß, ist, wo sein Sake-Krug steht. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogon zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur drei von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. So, liebe Leute, machen wir hier einen Folgenbreak. Bis dahin, haut rein und tschüss.